Ja, die vier sind da noch drin, verdammt erst. Rabumsti, kabumsti. Oh ja, es ist soweit. Die Steambo M10 ist endlich verfügbar. M10? Was bedeutet M10? Hast du mitzählt? Aber jetzt! Ach so, nein, da ist ja noch einer drin. Wann hört das endlich auf? M10! M10? Aber jetzt endlich! Also M10 bedeutet Magazin mit 10 Pfeilen. Und wenn du wissen willst, was das kann, dann bleibst dran. Es ist absolut großartig. Das Teil ist endlich verfügbar. Billige Eigenwerbung. Ich gebe dir natürlich den Link in meinen Shop, wo du die bekommen kannst. Aber alles der Reihe nach. Hallo und willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich bin so aufgeregt. Es ist so super. Endlich ist der M10 aber mit dem Magazin da. Was heißt das? Bei Steambo war es schon immer so, dass ein modulares System aufgebaut wird. Der Grundkörper ist so wie bei einer Steambo Stinger 2 Tactical oder bei einer Compact oder bei einer Survival, aber das, was oben ist, macht den Unterschied. Aber bedeutet, dieser Magazinkasten hier, ich nenne das mal so, weil das Magazin mit den Pfeilen, das ist das Teil hier. Und das ist jetzt verfügbar. Aber alles der Reihe nach, was sind jetzt die coolen Funktionen bei dem Ding? Also wir haben mal dieses Wechselmagazin mit 10 Pfeilen. Alle Pfeile von Steambo passen natürlich in diese Magazine rein. Ob ein Broadhead, dieser Jagdpfeil oder der klassische Übungsbolzen Bodkin oder diese Kriegspfeile. Alle passen sie rein. Billige Eigenwerbung gibt es natürlich alle bei mir im Shop, ist eh ganz klar. Und natürlich, die Magazine kann man ganz schnell wechseln, das ist mal das eine. Und du hast sie vorgeladen in so einem Magazinkasten, so wie ein AR-15-Magazin. Und das bedeutet auch, dass das Ganze in diese AR-15-Magazintasche reinpasst. Dann kann man das schön tragen und das ist, die Speedler oder die es gibt, sind auch cool, ganz klar. Aber das hier ist halt schon noch einmal ein Tick besser. Aber genug gequackelt, was? Kann das Teil noch? Wenn du aufspannst, hast du jetzt die Möglichkeit, und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich großartig, eine Sicherung reinzugeben. Schau mal her. Da ist dieser Sicherungshebel. Und das Schöne ist, nicht die Armbrust entscheidet, ob du sichern willst, sondern du entscheidest, ob du sichern oder entsichern willst. Hä, was heißt das? Jetzt ist sie gesichert. Übrigens, keine Sorge, ich bin hier absolut allein im Buschkraftareal auf aldola.at. Ich kann hier niemanden wehtun, also mach da keine Sorgen. Ich habe auf Sicherheit geachtet. Aber zurück zum Thema. Ich kann da jetzt drücken und... Aber nicht durch den Aufspannvorgang wird das gesichert, sondern ich habe sie manuell reingegeben. Und jetzt gebe ich sie manuell auch wieder raus. Spannen. Und ja, ich möchte jetzt sichern. Ich möchte wieder entsichern und... Rawumsti kabumsti. Weißt du, was das hier ist? Ein QD-Attachment. Da kann man einfach den Riemen einhängen. Und das ist im Lieferumfang dabei. Und klick. Und es ist ab. Und klack, es ist drauf. Und was hier standardmäßig auch dabei ist, ist ein richtiges Kimme-Korn-System. Was heißt das? Hier hast du eine richtige, echte Kimme. Und hier ein richtiges Leuchtkorn. Und da ist eine Schraube. Und das bedeutet, das Ding ist austauschbar. Und hier ist das Schnellwechselsystem auch schon mit dabei. Und zwar ziemlich simpel. Taugt mir total. Da ist so ein Pin. Rausziehen. Aufmachen. Rausnehmen. Zumachen. Und glücklich sein. Jetzt im ersten Schritt, billige Eigenwerbung, ich gebe da auch den Link, kriegst du diesen Upper mit einem Magazin, beziehungsweise es gibt auch ein Bundle, wo dann noch ein zweites Magazin dabei ist, geh auf die Webseite und schau es dir einfach an. Aber was ich sagen will ist, das funktioniert natürlich mit allen Wurfarmen. Das hier ist ein 55er Wurfarm, kannst aber auch mit den 75er benutzen, da wird es auch irgendwann einmal ein Bundle geben, egal, sogar der 150er ist machbar. Also Schnellwechselsystem, auch mit dabei. Am Hinterteil sind wir fertig, jetzt müssen wir über vorne sprechen. Das hier Kimme-Korn-System standardmäßig dabei ist auch klar und den Block hier gibt es auch im Standardlieferumfang. Diese Fronteinheit kann man runternehmen und dann hast du hier nochmal eine Picatinny-Schiene. Und warum ist das so? Erstens, weil es unterschiedliche Fronteinheiten geben wird mit unterschiedlichen Funktionen, mit Laser, ohne Laser, mit Container, ohne Container und sowieso und überhaupt. Schau auf meiner Webseite vorbei. Und weil man natürlich jetzt hier auch ein Leuchtpunktvisier montieren kann, und zwar das ist nach unten gesetzt und dadurch hast du einfach eine geringere Visierlinie, weil das ganze Ding ja schon etwas nach oben steht. Das finde ich, das ist wirklich gut überlegt. Ich habe hier ein Holo-Sun-Leuchtpunktvisier. Also aufsetzen, Hebel nach hinten, einklacken,
und fertig ist, dann hast du ein richtig cooles Leuchtpunktvisier. Ich möchte aber dazu sagen, ist im Lieferumfang nicht dabei. Also wollen wir mal ausprobieren, wie schnell das Ganze funktioniert. Das heißt, du hast deine Armbrust umgeladen ohne eingelegten Magazin. Hast das dann zum Beispiel irgendwo nebenbei liegen oder in einer Magazintasche. Und das ist halt schon auch irgendwie ein Vorteil, dass man die klassischen Magazintaschen dafür benutzen kann. Aber egal. Da ich ja keine Weste habe, stecke ich die jetzt ganz normal ein. Hier habe ich Übungspfeile und als erstes schießen wir diese Kriegsbolzen. Kannst du gern machen, magst aber die Scheibe kaputt. Ich möchte es noch einmal dazu sagen, weil es macht Spaß. 10. Ich möchte hinzufügen, 10 ist wirklich viel, du wirst es sehen. Aber leg mal los. So, jetzt ist leer. Jetzt kannst du entweder sichern, wenn du magst, oder auch nicht. Ich sichere einfach, weil ich auf Sicherheit stehe. Und dann nimmst du ganz taktisch das Magazin und wirfst es weg. Nimmst das zweite Magazin oder das dritte oder das vierte oder das fünfte. Dann entsichern und Rabumsti Kabumsti! Ja, jetzt ist aus. Naja, ich meine, ich habe mich ja nicht wirklich extrem angestrengt. Das hier ist dieser Streukreis und ja, M10, yeah. Haha, das war's jetzt. Also ich muss da sagen, eine super Sache. Das mit diesen Wechselmagazinen ist wirklich, wirklich cool. Und 10 Pfeile ist wirklich viel. Ich hätte mir das nicht gedacht. Aber zum dynamischen Schießen, egal, zum Spaß oder nicht zum Spaß, egal. Ist cool. Und das Schöne ist, es ist ein modulares System. Das bedeutet, du kannst dir deine Steamboat-Dinger Tactical kaufen oder hast du schon gekauft und kaufst du dann dieses dazu. Und egal, was du trainierst, ob du jetzt mit dieser M10 trainierst oder mit der Steamboat-Dinger Tactical, mit der Compact, egal. Du weißt, wie die Armbrust funktioniert. Es ist immer dasselbe, nämlich spannen, schießen, treffen und Rabumsti Kabumsti sagen. Und egal, ob du jetzt neu in diesen Armbrustsport hineingehst oder bereits ein System hast und jetzt auf dieses M10 umbauen willst, das hier ist meiner Meinung nach der neue Standard im Bereich der Pistolenarmbrüste. Warum? Du hast eine Sicherung, du hast ein Wechselsystem, du hast ein Wechselmagazin und einfach extrem schnell und extrem lustig. Yeah. Ich gebe dir den Link zu mir in den Shop, da kriegst du alles entweder nur den Upper, also dieses Teil hier mit dem dazugehörigen Magazin. Es gibt auch die Magazine einzeln zu kaufen oder du kaufst ein Kombipaket, da ist dann schon dieser Upper mit einem Magazin und einem zusätzlichen Wechselmagazin dabei, so wie du das brauchst oder mit einer Armbrust oder ohne Armbrust. Vollkommen egal und ich sag nur eines, ich sag's wirklich einmal noch. Perfekt zum dynamischen Schießen. Bis bald.